Moin, hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben. Weiteres Zubehör von Sturmkind ist angekommen. In diesem Fall die Bodenwelle. Und auch hier gibt es nur ein bisschen Plastik für viel Geld, aber wir testen es trotzdem. Die Funktionalität der Leitplanken aus dem gleichen Material wie hier das hier ist ja auch gegeben. Aber ich muss echt sagen, dafür, dass man hier, ich glaube, hierfür bezahlt man 15 Euro oder 19 Euro, ich bin mir gerade nicht sicher, bezahlt, bekommt man hierfür echt wenig. Auch hier wieder Anki Overdrive, da gab es, Bodenwellen gab es da jetzt nicht, aber zum Beispiel in der Steilkurve, da hat man massive Träger bekommen, die man unten drunter gespannt hat. So, das Ganze wird hier nur zusammengesteckt. Vermutlich mit Achso, das kommt dann hier unten drunter. Das wird dann hier so eingehakt. Okay. Das hier kommt hier hin. Okay, ist im Prinzip eigentlich nur so ein bisschen eine bisschen erhöhte Leitplanke, mehr ist es eigentlich auch nicht hier. So kann man das im Prinzip sehen. Es gibt hier, in diesem Fall gibt es zwei Reserveclips dabei. Das ist schon mal ganz nett, ich glaube die Dinger verliert man nämlich sowieso sehr schnell, da können sie sowieso schon mal im Shop, keine Ahnung, so ein 100er Pack für 5 Euro machen. Wobei, so wie ich die Preise aktuell von Sturmkind kenne, würde dann der 100er Pack eher ein paar 100 Euro kosten. Ich muss nämlich echt sagen, also ich finde Carrera-Bahn die Technik richtig geil. Ich bin mich auch immer weiter am Ausbauen. Ich habe mir jetzt zum Beispiel noch den roten Flitzer gekauft. Ne? Ich will das nicht schlecht machen hier, aber ich finde preis-leistungstechnisch bekommt man hier halt echt nicht viel. So, das ist dann das Ganze. Dazwischen wird dann eine gerade geklemmt. Das mache ich jetzt mal und dann werden wir die Bodenwelle uns ansehen und auch mal mit Topspeed rüberfahren. Let's go! So, also zunächst einmal bringen wir das Ganze hier an. Natürlich jetzt in einer gefährlichen Position direkt dahinter eine Kurve. Je nachdem, wenn man dann wirklich vielleicht bei Topspeed abhebt, könnte das mit der Kurve hinten natürlich interessant werden. Stramm ziehen. So. Andere Seite anbringen. Montage, ja, easy peasy. Aber ist auch... Also man bekommt echt wenig fürs Geld, muss man ganz klar sagen. Ihr dürft mich da gerne verbessern in den Kommentaren, wenn ihr das anders seht. Aber für so ein bisschen Plastik. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Da ist ja nichts mehr. Das ist ja nur eine Babybodenwelle so. Und der hebt das noch nicht mal komplett mit hoch. Liegt das jetzt am Untergrund? Weil ich jetzt hier so ein... Ah, so. Okay. Jetzt... Wow. Okay. Jetzt habe ich hier so eine kleine Welle drin. Aber ich glaube, das macht jetzt hier nicht wirklich überhaupt irgendeinen Unterschied. Beim Fahren. Ich werde jetzt mal einen Wagen anschließen und dann fahren wir mal eine Runde. Aber ich glaube nicht, dass das irgendwie fahrtechnisch irgendeinen Unterschied macht. Ja, man sieht die Welle und ich könnte auch noch ein bisschen das Ganze mittig ausrichten. Vielleicht funktioniert es dann
irgendwie auch ein bisschen besser. So. Aber ob das fahrtechnisch irgendwie eine Relevanz hat, also sprich einen Unterschied macht, mag ich jetzt hier echt knallhart bezweifeln. So, dann nehmen wir auch den neuen roten Flitzer gerade. So. So. Eine Runde noch. Hier geht es dann hoch. Und bergunter, hinten raus, merkt man schon, dass der Wagen ein bisschen Speed annimmt. Aber... Wow, gerade wenn man dann schneller, umso schneller man fährt, umso schneller wird er, wenn man die Bodenwelle runterfährt. Aber braucht man das? Nee. Kann man sich das selber machen? Einfach was drunter legen und Leitplanken an die Seite? Ja. Also das ist definitiv kein absoluter Mehrwert für die Bahn. Das braucht man definitiv nicht. Oh. Nice to have, aber kein Mehrwert. Einzigste, was da schöner ist, ist halt... die Optik. Ne? Ihr habt ein schönes Mauerdesign. Na gut, jetzt bin ich aus der Bahn geflogen. So, Abschlussfazit zur Bodenwelle. Optisch absolut ein Hingucker, sieht schön aus, auch beim Runterfahren wird er ein bisschen schneller. Ich habe jetzt gerade eine Kurve direkt nach der Bodenwelle, weil ich hier diese Bahn hier aufgebaut habe. Bringt es einen Mehrwert? Nein. Optisch? Ja. Spielerisch? Eher nein. Kostet es viel Geld? Ja. Lohnt es sich, das Geld auszugeben? Nein. Ihr bekommt viel zu wenig für viel zu viel Geld. Also da könnt ihr einfach irgendwas hier unten drunter legen, macht links und rechts eine Leitplanke dran, dann habt ihr auch eine Bodenwelle. Tut mir leid, Sturmkind. Also das Zubehör gefällt mir bis jetzt überhaupt nicht. Preis-leistungstechnisch ist das im Vergleich zur Bahn überhaupt nichts. Also ihr müsst da dringend die Preise ändern oder die Qualität deutlich nach oben schrauben. Also Bodenwelle, ganz klar, keine Kaufempfehlung. Ja, das soll es gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.